Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Krise hin, Krise her. Die Zahl der Reichen steigt und steigt. Es gibt 1 Million Millionäre in Deutschland und ihr Ruf ist überhaupt nicht gut. Jedenfalls, wenn man sich das Plakat dieser Initiative ansieht. Da sitzen die Reichen im Rolls-Royce und schlürfen Champagner. Deshalb sollen die Spitzensteuersätze rauf. Die Vermögensteuer soll wieder her und eine Zwangsabgabe, wenn es denn geht. Und die Reichen sind empört und sagen, warum? Wir tun doch schon genug. Unser Thema heute heißt, der Millionär hat's schwer. Die Reichen zur Kasse bitte. Und ich habe zu Gast zwei Menschen, die das Geld der Reichen wollen. Das sind Sarah Wagenknecht, stellvertretende Parteivorsitzende der Linken. Sie spottet das Gejammer der Reichen, die der Staat ausnimmt. Das ist ja lächerlich. Und Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, einer der Initiatoren dieser Aktion, Umverteilen, Reichtum besteuern. Dann zwei Reiche, die eigentlich nicht mehr geben wollen, als sie ohnehin schon tun. Das sind Claudia Obert, eine Unternehmerin. Sie wurde mit Luxusmode für Discounterpreise reich und sagt, ich zahle doch schon genug, ich füttere mit meiner Steuer bestimmt 50 Hartz-IVler durch. Und der Grossmann, Herr über ein Drogerieimperium mit 31.000 Mitarbeitern, er gehört zu den 110 reichsten Deutschen, gilt als Multimillionär mit linkem Herz und sagt trotzdem, Reiche zahlen schon 90% unserer Steuern. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Und zu Gast unser Lieblings-Turbokapitalist aus der Schweiz, der Weltwoche Chefredakteur Roger Köppel. Er schimpft auf das Reichen-Bashing und fürchtet, am Ende steht die Enteignung. Und der im Augenblick berühmteste und vielleicht streitbarste politische Newcomer in Deutschland, Johannes Pohner, der Geschäftsführer der Piraten, mit eigener Vorstellung von Verteilungsgerechtigkeit. Jeder Bürger soll 1.000 Euro im Monat bekommen, auch wenn er nichts tut. Was ist denn eigentlich reich und warum wollen so viele Menschen in Deutschland unbedingt materiellen Reichtum? Wir stellen Ihnen mal zwei völlig unterschiedliche Lebensstile vor mit völlig unterschiedlichem Bezug zum Geld. Er braucht 1.000 Euro im Monat zum Leben. Das gibt sie schon mal für eine Nacht in der Luxussuite aus. Er ist Einsabiturient, studierte mit begabten Stipendien, verweigerte sich der Wissenschaftskarriere, lebt als freier Theatermacher. Sie wurde per Zufall Unternehmerin, verkauft Luxuskleidung zu Discountpreisen und wurde reich. Er muss oder musste zeitweise von Hartz IV leben. Sie sagt, Geld macht glücklich. Er sagt Nein zu bürgerlichem Besitz und Leistungsdenken. Ach so, er hat übrigens 3 Paar Sandalen. Sie das 100-fache an Schuhen. Frau Obert, Herr Brunner sagt, er braucht 1.000 Euro im Monat zum Leben. Bei dem Lebensstil, den Sie gerne haben, wie lange würden Sie damit dann auskommen? Also ich meine, ich verdiene mein Geld mit glamourösen Artikeln und Luxus. Und ich meine, ich sag mal so, das ist wie bei Ann-Sophie Mutter, die geigt auf einer Stradivari. Mhm. Und ich bin keine Millionärin, aber ich lebe wie ein Millionär. Sie sind keine Millionärin? Vom Lebensstil vielleicht, ja, aber ich mache mir, ähnlich wie Herrn Pohner da, ich mache mir nichts aus Hab und Gut. Mhm. Ist ja immer reich gelebt und arm gestorben, ist dem Teufel die Rechnung verdorben. Aber ich denke mal so, das Geld, was bei mir so immer durch den Siphon sickert, ist natürlich... Jetzt verstehe ich, Sie wären Millionärin, wenn Sie nicht gerne Geld ausgeben würden, sondern es vielleicht sparten. Kann man das so also sagen? Sag mal so, ich gebe schon eher am Tag 1.000 Euro aus, als dass ich 1.000 Euro spare. Und so sehe ich mich eigentlich als sehr, sehr positives Element dieser Volkswirtschaft oder der Weltwirtschaft. Ich reise natürlich auch viel, ja. Eröffne meinen Horizont und gucke mich um, New York, Rio, Tokio, was meinem Business sehr zugute kommt. Und Sie auch tragen viel gerne in Zürich. Aber Sie tragen auch gerne schönen Schmuck, wie man sieht. Sag mal so, ich bin eine Litfaßsäule für Luxus. Ich sage ja, Ann-Sophie Mutter geigt auch auf einer Stradivari. Und ich kann nicht Luxus verkaufen oder Schnaps brennen, wenn ich nicht weiß, wie Schnaps schmeckt. Sie kommen aus einer Beamtenfamilie, 4 Kinder zu Hause. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht arm, aber es ist aber auch nicht üppig gewesen. Also meine Eltern haben jeden Dollar umgedreht. Ja, mein Vater war sogar Finanzbeamter. Und ich kann eigentlich nur sagen, jedes zweite Satz von meinem Vater war, wenn der Staat ein Privatunternehmen wäre, wäre er schon längst pleite. Die können nicht mit Geld umgehen. Waren Sie denn jemand, der eigentlich trotzdem schon so eine Idee davon hatte, ich würde gerne im Luxus leben, wenn ich mal groß bin? Also mich hat neulich eine meiner besten Kundinnen gefragt, und ist eine der reichsten Frauen von Deutschland, nach wem kommen Sie eigentlich? Nach Ihrem Vater oder Ihrer Mutter? Dann habe ich gesagt, ich komme nach Onassis. Ja, ich gebe ehrlich zu, ja. Ich gehe nach dem Geld.
Ja? Geld ist nicht wichtig, wenn es nur viel ist. Und es macht glücklich. Ich sag mal so, Sie können nicht das Fernsehen anschalten, ohne dass da über Geld argumentiert wird. Ja? Es gibt ein paar Sendungen, wo es nicht so häufig vorkommt. In erster Linie ist mir meine Gesundheit wichtig, ja, okay, und mein Selbstbestimmungsrecht. Ich bin jetzt mein eigener Herr und ich kann über mich selbst bestimmen. Ich bin von niemandem abhängig. Jeder muss für sein Brot und Butter klarkommen. Mhm. Und mir ist es natürlich lieber, ich lebe für Champagner und Kaviar. Und ich habe angeblich, ist mir zugetragen worden, dass auch Frau Wagenknecht gesagt hat bei Harald Schmidt, was finden Sie toll am Kapitalismus, mein Lebensstil. Mhm. Ich lebe lieber im Reichtum als im Armut. Das hat Harald Schmidt gesagt. Lieber reich und gesund als arm und krank. Würden Sie sich als arm oder als reich bezeichnen, Frau Wagenknecht? Nein, ich bin sicherlich nicht arm, aber ich bin natürlich nicht reich, wenn man sich anguckt, was Reichtum ist. Also Reichtum bedeutet natürlich, dass man in die Region von Millionen kommt. Aha. Und wenn wir in Deutschland knapp 1 Million Millionäre haben, die haben eben die Hälfte des großen Geldvermögens, was wir haben. Das ist wirklich Reichtum. Aber vom Lebensstil her gerne auch mal bessere Restaurants als schlechtere Restaurants? Also ich glaube, es gibt niemanden, der lieber in schlechten als in guten Restaurants ist. Die Frage ist eben, wie wichtig ist einem das fürs Leben? Also ich würde nie irgendwie mein Lebensinhalt darauf orientieren, jetzt partout Geld verdienen zu wollen. Ja. Umgekehrt ist es aber eher so, also ich glaube nicht, dass Geld glücklich macht. Aber es ist sicherlich so, wenn man sehr wenig Geld hat, dann macht es unglücklich, weil man einfach ständig mit der Frage konfrontiert. Also macht's doch glücklich. Sorry. Nee, zwischen glücklich machen und bei Mangel unglücklich ist ja ein großer Unterschied. Also ich glaube nicht, dass man mit Geld, mit Wohlstand, mit Diamanten oder mit all diesen Dingen, also die brauche ich dann am Ende nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die glücklich machen. Aber ich sehe schon dann auch im eigenen Bekanntenkreis, dass es ganz viele Menschen gibt und immer mehr in diesem Land, die einfach nicht wissen am Monatsanfang, wie sie ihre Miete bezahlen, wie sie ihre Kinder die Klassenfahrt finanzieren. Und dann macht der Mangel unglücklich natürlich. Herr Bonader, streng genommen 1000 Euro zum Leben, das ist unterhalb der Armutsgrenze. Sind Sie ein unglücklicher Mensch deshalb? Nee, allerdings habe ich auch nicht jeden Monat nur 1000 Euro, das variiert. Mhm. Zwischen und? Wenn es gut läuft, jetzt letzten Mal hatte ich 2000, da sage ich, da ist Luft dann quasi, und ja, 1000, genau. Es gibt ein Zitat in der Zeitung über Sie, da sagt Nein zu bürgerlichem Besitz und Leistungsdenken. Stimmt das? Also sind Sie einer, der überhaupt gar keinen Wert darauf legt? Ja, was ist bürgerliches Besitz- und Leistungsdenken? Na, zum Beispiel mein Haus, mein Auto, mein was auch immer. Also das für mich persönlich interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Aber ich kann total nachvollziehen, dass es für viele Menschen sehr wichtig ist. Für Sie aber nicht. Das respektiere ich auch. Ich hatte Zeiten, als ich Schülersprecher war in Bayern, da bin ich viel mit dem Zug durchgereist als junger Mensch mit 17, 18 Jahren. Und hatte durchaus diesen Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich so in die Vorgärten geguckt habe, die kleinen Einfamilienhäuser, oh, das fasziniert mich. Da gefällt mir was dran. So mein Garten, mein Haus zu haben, das war fast eher wie so eine Art von Sehnsucht, wie Biedermeier damals, so Sehnsucht nach diesem Bürgerlichen. Aber es ist nie so stark in mir geworden. Also ich kenne dieses Gefühl, dass das anziehend ist, aber es ist nie so stark in mir geworden, dass ich jetzt dafür mich reinhängen würde, um zu sagen, in 5 oder in 10 Jahren will ich das haben. Mhm. Also dass das wirklich Lebensentscheidungen so stark bei mir beeinflusst. Was ich nicht verstehe, wenn es diese Sehnsucht ja gegeben hat, also ich meine, Sie haben ja quasi, Sie waren am Beginn der Autobahn dahin, zu diesem Einfamilienhaus, ein Einser-Abiturient. Sie haben 8 Jahre insgesamt studiert mit Stipendium. Da könnte man ja sagen, die Professorenkarriere mit eben Geld, Ansehen, ist vorgegeben. Warum wollten Sie das nicht? Oder haben Sie es nicht gemacht? Es war für mich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, was ich studiere. Es war wirklich vorgezeichnet, was mache ich. Mathematik, Jura war so die eine Möglichkeit. Oder, das haben Sie auch begonnen, Mathematik. Oder Kunst, Mathematik, ein Semester. Reingeguckt, wie ist das an der Universität. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie will ich in 10 Jahren leben? Mhm. Will ich irgendwo eine Professur haben, mit meinen Schülern arbeiten, irgendeine Formel finden, die jemand anders vielleicht auch 2 Jahre vor oder nach mir finden würde, im Elfenbeinturm? Also ich hatte richtig Angst, dass ich in so einen Elfenbeinturm komme, in meinem mathematischen Zirkel, wahrscheinlich wäre es Mathematik geworden, mit Fachsprache, mit Dingen, die teilweise vielleicht niemand mehr versteht. Vielleicht wäre es auch nicht geworden. Das war damals meine Vorstellung. Vielleicht wäre ich Populärwissenschaftler geworden später. Und dann haben Sie sich für die Brotlosigkeit entschieden, die ja immer mit der Kunst verbunden wird. Richtig. Und habe gemerkt, mir ist vor kurzem erst aufgefallen, ich weiß nicht, ob Sie das Kinderbuch kennen, Die Maus Frederik. Nee. Das ist ein Buch, wo die Mäuse
rausgehen und im Sommer das Korn einsammeln und die Nahrungsmittel für den Winter einsammeln. Ja. Und Frederik sitzt immer da und macht nicht mit. Ja. Und dann fragen die anderen Mäuse ihn, Frederik, warum arbeitest du nicht? Mhm. Und dann sagt Frederik, warum sammelst du nicht? Ich sammle doch. Ich sammle Augenblicke, ich sammle Sonnenstrahlen, ich sammle Farben, Seite für Seite. Wovon lebt dann Frederik im Winter? Und wovon lebt er? Dann haben alle gemeinsam die Nahrungsmittel, die Vorräte zusammengesammelt. Der Winter kommt, die Höhle ist zu und alle leben in Saus und Braus. Es wird immer knapper. Am Schluss liegen nur noch die Krümel. Das ist wunderschön, so mit Papier gerissen, die Bilder von Leo Leoni, dieses Buch. Und dann ist plötzlich alles weg und die Stimmung wird immer mieser und der Winter ist nicht vorbei. Und dann plötzlich heißt, Frederik, du hast doch auch was gesammelt. Was hast du gesammelt? Und dann fängt er an, Geschichten zu erzählen. Mhm. Vom Sommer, von den Farben. Und dann sagen sie, Mensch, und die Stimmung wird wieder besser und sagen, Frederik, du bist ein Dichter. Und interessanterweise habe ich, das war mein Lieblingsbuch im Kindergarten mit 3, 4 Jahren. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht als erstes Buch. So Sie sind jetzt quasi der Frederik, die anderen sammeln was und Sie können aber die dann eben, die geben der Gesellschaft was zurück. Mir weil ist sie das dann wichtig. Ich glaube, die Aufgabe der Künstler ist es, über das Materielle hinaus immer wieder auf die Sinnsuche zu gehen und der Gesellschaft was zu erzählen. Jenseits des Materiellen. Und interessanterweise, glaube ich, war es damals Sie, schon Frau in mir. Ja, ich habe da überhaupt nichts gegen. Ja, ich philosophiere auch gern und lese gern Bücher und lebe wie Alice im Business Wonderland und fantastel darum. Ja. Aber wenn man Hunger hat, dann muss Brot und Butter auf den Tisch, ja, oder ein Schnitzel oder sonst was. Und da kann man mit so einem Gefasel, kommen alle nicht weiter, ne? Mit so einem Gefasel? Wird keiner satt von. Alles klar, umgekehrt würden Sie auch nicht das Leben von Frau Obert haben wollen? Ich persönlich nicht, aber ich gönne ihr das Leben absolut. Also ich finde... Ich gönne Ihnen Ihr Leben auch, ja? Also ich habe da überhaupt nichts, ich kenne genug so, wie soll ich sagen, ich will jetzt kein despektierliches Wort verwenden. Sehr nett, ja? Nein, ich gönne das Ihnen ja auch. Ja? Und es ist ja alles gut und schön. Aber wenn man die Mehrheit der Bevölkerung anguckt, die brauchen Versorgung, die brauchen Krankenversorgung, ja, die brauchen irgendwie keine Papierschnitzel. Gehen Sie gerne ins Theater? Kann schon mal passieren. Kann ja. passieren? Ja, es kann passieren und alles. Und ich sage ja, Kunst und Kultur und ist ja alles schön und gut. Ja, verstehen Sie? Nur auch zum Beispiel das Theater braucht, die Hamburgische Staatsoper kostet jedes Jahr 45 Millionen. Und was das alles kostet, das muss vorher einer erwirtschaften und zahlen. Genau. Woher soll es kommen? Genau darum soll es ja heute gehen, um quasi das Verteilen zwischen Arm und Reich. Herr Rossmann, das Problem dieser Debatte ist immer, man weiß nicht so genau, wer reich ist. Bei Ihnen ist es jetzt mal einfach amtlich festgestellt. Manager Magazin macht immer diese Liste der reichsten Deutschen. Da sind Sie jetzt beim letzten Mal auf Platz 109 gewesen. Das ist ja mal eine Ansage. Und Sie haben das eben nicht geerbt, sondern haben das eigene Unternehmen eben aufgebaut, 40 Jahre lang. Wann war bei Ihnen der Punkt, wo Sie gedacht haben, so jetzt bin ich reich? Eigentlich erst seit wenigen Jahren, weil ich war vorher auch schon sehr reich. Aber ich habe bis Ende der 90er Jahre kein besonders gutes Leben gehabt, weil ich war sehr ehrgeizig, ich habe immer expandiert, ich habe immer größere Kredite aufgenommen, ich war immer abhängig von Banken und damals war der Steuersatz über 70%, also Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Vermögensteuer, dann habe ich auch was verbraucht, also ich konnte gar kein Eigenkapital bilden und die letzten Jahre habe ich das Gefühl, ich bin wirklich reich. Gibt es eine Kennziffer, ab wo das beginnt? Ja, wir haben unser Geschäftsmodell völlig umgestellt Ende der 90er Jahre. Wir haben Eigenmarken rausgebracht, wir haben die Rossmann Ideenwelt entwickelt, wir haben ganz neue Sachen gemacht und da haben wir plötzlich Erfolg gehabt. Ja? Also wenn Sie als Händler nur ein 0,5% Gewinn machen und darauf noch Steuern zahlen, dann haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie reich sind. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich reich bin. Ich meinte das anders. Also ich kann mich erinnern, Steffi Graf hat mal gesagt, und da war sie wirklich nun schon sehr erfolgreich und hatte auch sehr viel Geld verdient, dass sie immer noch so ein unsicheres Gefühl dabei hat. Und da stand man davor und dachte sich, wieso? Du hast doch ein paar Millionen. Wo ist das Problem? Also Steffi Graf und ich, ich war ja auch reich, aber ich hatte so viel Kredite. Also mein Gefühl war so, Mensch, ich bin von Banken abhängig. Das ist ja ganz schrecklich. Ich bin zwar reich, aber ich bin völlig abhängig. Ich muss immer, wenn jemand kommt von der Bank, muss ich immer nett und freundlich sein und muss mich irgendwie, ich muss immer Männchen machen.
Also ich hatte das Gefühl, dass ich reich bin, als die Abhängigkeit von den Banken endlich gebrochen war. Und das kam so ungefähr vor 10 Jahren. Mhm. Da war das denn so, da war das die Firma stark und da hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft. Es heißt immer, wenn man Reichtum hat ganz viel mit Unabhängigkeit zu tun. Es genau, hat aber jetzt genau. mal vom Geld her definiert, das heißt doch immer, das merkt doch ein Millionär gar nicht, der 20 Millionen hat, ob es jetzt 20 oder 21 Millionen das sind. Das ist doch nicht so, Frau Maischberger. Ich werde ungefähr geschätzt mit einer Milliarde, aber ich habe doch keine Milliarde im Sinne. Wenn ich morgen meine Firma verkaufen würde, dann hätte ich eine Milliarde. Aber so geht es mir wirtschaftlich gut, aber ich habe doch kein Geld auf der Bank liegen, das sich da stapelt. Ich habe eine große Firma, die einen inneren Wert hat, die einen Verkaufswert hat, die große Marktanteile hat. Das ist ein toller Wert, aber ich habe doch keine Milliarde in dem Sinne. Herr Schneider, haben Sie Verständnis dafür, wenn Sie hören, dass jemand, der schon eben doch viele Millionen hart verdient hat, geerbt hat oder was, dann immer doch noch auch mehr haben möchte? Also fehlt Ihnen ein Verständnis für Reiche? In dem Sinne, was macht man mit dem Geld denn? Im eigentlichen Sinne des Wortes ja. Ich verstehe es nicht, muss ich zugeben. Also wenn Sie jetzt diese 17 Milliarden, die der reichste Deutsche, das ist einer der beiden Aldi-Brüder, hat, wenn Sie die hätten, wüssten Sie, was Sie damit anfangen? Bei 17 Milliarden? Ja, nicht so richtig. Also das sind ja Summen. Also als Geld vorgestellt, sprengt das jede Vorstellungskraft, ist klar. Und das ist ja auch mehr Geld, als ich in meinem ganzen Leben jemals verbrauchen könnte. Das wird ja absurd an der Stelle. Es macht ja nur dann in der Tat einen Sinn in der Vorstellung, wenn man, wie Herr Rossmann es gesagt hat, wenn man sieht, das ist ein Geschäft. Und dieses Geschäft einen Wert von 17 Milliarden. Und dann kann ich mir wiederum vorstellen, dass Menschen solch einen Ehrgeiz entwickeln, dass sie da keine Grenze kennen. Dass sie also immer noch erfolgreicher werden wollen, noch eine Filiale aufmachen wollen, dass sie sich berauschen möglicherweise an den Gewinnmargen, die da gehen. Oder dass man sich berauscht an dem an dem Applaus der Aktionäre, wenn man in der Aktionärsversammlung ist, wie gut läuft's wieder, was hast du wieder für tolle Sachen ausgeschüttet, dass diese menschlichen Eitelkeiten in der Tat dann dazu führen, dass man hier so ein kleiner Nimmersatt wird, also bei Kinderbüchern zu bleiben. Aber das Verständnis fehlt mir im Eigentlichen schon. Ja. Also ich frage das deshalb, weil dieses Plakat, das ist ja auch eine, Sie sind beteiligt an dieser Initiative Umverteilen. Ja. Und wenn man sich da oben das Bild anschaut, dann hat man das Gefühl, das ist das, wie Sie die Reichen in Deutschland sehen. Sitzen mit einem Champagnerglas im Rolls-Royce, draußen ist die soziale Welt kalt. Ja. Aber die sind da drinnen schön geschützt. Sehen Sie so, Herrn Rossmann, Frau Obert? Also ich sag's mal, wenn Sie durch Berlin gehen, und das tue ich ja nun sehr häufig, das ist so. Natürlich, Sie haben in Berlin, aber das springt einen ja an, die Armut öffentlicher Einrichtungen in Berlin, Schulen. Mein Sohn hat früher Handball gespielt, da musste ich immer am Wochenende rumfahren, die Sporthallen, wie oft es da durchregnete, wie oft die Heizungen nicht funktionierten und so weiter auf der einen Seite. Dann geht man durchs, in der Nähe des Regierungsviertels mit den Edelitalienern, da fängt das Essen bei 200 Euro zum Teil an, geht an Prachtbauten vorbei von Banken und da stehen auch diese Fahrzeuge und da sind auch die Menschen auf den Empfängen, die natürlich gerne den Champagner trinken. Das ist ja so, also ist überhaupt nichts jetzt verzerrt dargestellt. Auf der anderen Seite haben wir halt alte Menschen, die in Armut leben, mit dem Rollator rumschieben und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Das ist einfach Realität in Deutschland, der wir uns jetzt, wie auch immer, stellen müssen. Sie wollen ja umverteilen, also von oben nach unten. Herr Köppel, Sie sind ja nun begabt mit Titelblättern, die Furore machen. Ist dieses jetzt Reichen-Bashing oder einfach auch in Ordnung, weil es eben auf Missstände hinweist? Also ich würde sagen, in Deutschland sehe ich jetzt den Missstand nicht der Umverteilung. Ich meine, Sie haben ja, ich weiß, 2009 haben Sie, glaube ich, Sozialausgaben von etwa 754 Milliarden Euro. Sie haben, glaube ich, jetzt die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik. Also ich glaube nicht, dass das Problem in Deutschland darin besteht, dass sozusagen der Staat zu wenig Geld hätte. Ich finde an der Diskussion absurd hier, also gerade was Sie gesagt haben, das befremdet mich natürlich. Ich meine, das war doch gar nichts gesagt. Es befremdet mich, dass man sozusagen mit einem vorauseilenden Misstrauen Leuten begegnet, ich sage jetzt Unternehmen begegnet, die eine unglaubliche volkswirtschaftliche Leistung erbringen. Ich glaube, darf ich schnell ausführen? Ja. Oder es ist auch ein völliges Zerbe. Natürlich gibt es Leute, die ihren Reichtum genießen oder vielleicht auch Geld geerbt haben und dann ins Aus und Braus leben. Aber die meisten Unternehmer, die ich kenne, auch in Deutschland oder in der Schweiz, in anderen Ländern, das sind Leute, die sehr, sehr hart arbeiten und das sind Leute, die eigentlich bis an ihr Lebensende sozusagen auch von der Angst getrieben sind, wenn sie einen Fehler machen, könnte ein ganzes Unternehmen kaputt gehen. Und das, was Sie darstellen, dass das Leute sind, die dann sozusagen von der Gier befallen, das gibt es sicher auch, das gibt es auch. Aber ich würde sagen, man muss sehr großen Respekt haben vor Unternehmen. Und ich finde eine Gesellschaft,
ist dann erfolgreich. Und es ist auch gut für die ärmeren Leute in einer Gesellschaft, wenn sie sehr viele reiche Leute in einem Land haben. Warum? Und die ganze Diskussion, die Warum man jetzt Warum ist es gut für eine Gesellschaft, wenn da sehr viele Reiche leben? Ja, weil die Reichen zahlen ja den Großteil der Steuern in einem Land. Ich meine, in Deutschland zahlen 10% der reichsten Bürger. Also Sie würden 55% aller Steuern in diesem Land. Es ist gerecht, das ist immer wieder die Behauptung, die gar nicht stimmt. Also jetzt nur mal zu den Steuern. Nein, das stimmt nicht. Nein, weil die Verbrauchssteuern inzwischen den größten Teil. Über 50%, die Verbrauchssteuern zahlen Hartz-IV-Empfänger, Rentner, Normalverdiener, also Mehrwertsteuer, Energiesteuern, Mineralölsteuer. Also das sind inzwischen die Hauptsteuern, währenddessen die Steuern für Reiche immer weiter abgesenkt wurden. Die Hauptsteuern, die Lohnsteuer ist die größte Steuer. Da können Sie auch nicht vergessen. Von den Fakten her mal klarstellen können. Wir haben in der Tat einen Anteil der Einkommensteuer am Gesamtsteueraufkommen von nur noch 38% seit den ganzen Steuerreformen. Während da haben Sie völlig recht, die Verbraucher. 38% ist doch enorm viel. Moment, lassen Sie mich doch ausreden. Die Verbrauchsteuern auf über 50% angestiegen sind. Also Mehrwertsteuer, Brandweinsteuer, Benzinsteuer, anderes. Und das zahlen in der Tat alle. Das heißt, was Sie da aufbauen, ist eine Chimäre. Ich stelle mal eine Nachfrage, Herr Köppel. Und zwar einfach mal jetzt von den Steuern, auf die wir kommen, weg. Zahlen vom letzten Jahr. DAX-Vorstände haben im Durchschnitt 5 Millionen Jahreseinkommen, 5 Millionen Euro im Durchschnitt, also die wichtigsten Firmen in Deutschland und deren Vorstände. Der Spitzenreiter ist der VW-Chef mit 17 Millionen. Ein Arbeiter kriegt in Deutschland durchschnittlich 44.000 Euro und Hartz IV, der Satz ist im Moment bei 374 Euro. Würden Sie trotzdem sagen, das ist oben und unten gerecht verteilt? Ich meine, der Punkt ist der, dass man, wenn man jetzt beurteilt, ob eine Gesellschaft funktioniert, sage ich einmal, oder fair ist, da muss man ja tatsächlich die Bedingungen anschauen, unter denen die ärmeren Leute leben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich Verhältnisse hätten wie in einzelnen südamerikanischen Ländern. Wir haben zwar Leute, die sehr reich geworden sind, wir haben aber auch ein generell ansprechendes Lohnniveau. Wir schauen, was die Leute heute zum Leben haben. Das Problem, was wir heute in Europa haben, ist ein ganz anderes. Und da kommen wir ja noch drauf. Das Problem ist natürlich, besteht darin, dass wir jetzt daran sind, eine Art Kreuzzug gegen die Erfolgreichen und gegen die Reichen aufzubauen. Da sind Sie natürlich eine ganz große Protagonistin von dieser Entwicklung. Und da ist einfach, da möchte ich einfach sagen, keine Gesellschaft hat davon profitiert, wenn man die reichen Leute bis zum Geht nicht mehr besteuert hat. Man hat das durchexerziert in England, man hat das gemacht in Frankreich, man hat das in der DDR gemacht bis zum Exzess. Und überall, wo man sozusagen die Reichen, die Erfolgreichen, die Unternehmer geplagt hat, sage ich jetzt einmal, mit zu hohen Abgaben, ist die Illusion, es ist nie den Ärmeren besser gegangen. Das ist eine völlige Illusion, die heute jetzt wieder ein bisschen aufflackert in dieser etwas aufgeregten Stimmung, die wir haben in Deutschland. Aber ich möchte schon noch was sagen. Die Kreuzzüglerin. Ja, also wenn Sie als Kreuzzüglerin dargestellt werden, möchte ich auch gerne mich dazu äußern. Also einmal finde ich, Sie haben gezerrbelt davon, was eigentlich heute reich ist. Also ich habe großen Respekt davor, wenn jemand eigenständig ein Unternehmen gründet und das aufbaut. Das ist sozusagen, und wenn er damit zu Wohlstand kommt, umso besser. Das ist heute verdammt schwierig, weil wenn man nämlich kein großes Eigenkapital hat, die Banken teilweise sagen, sagenhafte Zinsen immer noch nehmen, gerade im Dispo-Bereich für Kleinunternehmen. Also die haben es nicht leicht. Aber die Geldelite ist zu überwiegenden Teilen kein Unternehmensgründer. Die Geldelite ist auch noch nicht mal Unternehmenslenker, sondern das sind überwiegend Anleger. Das sind zu 80% Leute, die geerbt haben. Also insoweit haben wir auch keine zwei typischen Beispiele jetzt hier in der Sendung für Reichtum. Wenn man sich anguckt, wie die wirklich die große Masse derer, die reich sind, die viele Millionen haben, die haben diese Millionen geerbt. Also 4/5 zum Beispiel selbst der Unternehmen werden heute von Erben angeführt, beziehungsweise von Fremdmanagern, aber die Erben haben dann eben die Dividenden, die haben die Gesellschafteranteile, sie leben in Saus und Braus und sie müssen eigentlich ihr Leben lang nicht sehr viel leisten. Und die Schere ist immer größer geworden. Und wenn Sie hier sagen, also von wegen Kreuzzug oder Umverteilung, es geht ja noch nicht mal um Umverteilung, es geht um Rückverteilung. Es ist ja in den letzten Jahren ganz viel von den Normalbürgern weggenommen worden, was nach oben umverteilt wurde. Der Reichtum ist größer geworden, die Mittelschicht ist kleiner geworden, also, dass durch die Steuerpolitik. Sie glauben, es gab von unten nach oben einen Transfer gegeben. Also nur ganz kurz, der ist ja belegbar, der Transfer, den kann man in den ganzen Statistiken. Die Mittelschicht ist in Deutschland geschrumpft, auch in vielen anderen europäischen Ländern so, und es hat sich eben immer weiter gesplittet. Teilweise sind Menschen aufgestiegen, der überwiegende Teil ist abgestiegen. Das heißt, wir haben eine zunehmende soziale Spaltung. Das ist ja statistisch gar nicht irgendwie in Frage zu stellen. Also aus meiner Branche zum Beispiel ist ein besonderes Beispiel, Karstadt, Frau Schickedanz, ja,
Die hat ihr Unternehmen an die Wand gefahren mit Hilfe von Herrn Middelhoff, ja. Und ich meine, ich habe was Ähnliches. Ja, aber ist Frau Schickedanz heute arm? Also die Verkäuferinnen, also, die sind zum Hartz-IV-Satz, wenn sie entlassen wurden, gegangen, also zum ja. Jobcenter. Also, aber Frau Schickedanz hat immer noch Millionen. In Hamburg ist an jedem Laden Mitarbeiter gesucht, ja. Und in unserer Branche werden auch sehr viele Mitarbeiter gesucht, ja. Also ich bin sowieso der Meinung, dass es in Deutschland keine Arbeitslosen gibt, nur Arbeitsscheue. Tut mir leid. Das heißt, Sie glauben, das, was Sie geschafft haben, kann eigentlich jeder schaffen. Letztlich ja. der. Ja, ich bin der Meinung, ich kenne, also viele sagen ja immer zu mir, ich beneide dich oder wie und was. Ja. Mhm. Ich habe irgendwie das Glück, ich wache morgens auf, ich bin fit wie ein Turnschuh, ich bin voller Tatendrang. Ja. Und das ich habe eine unheimliche jeder. Fantasie. Ja. Ich habe es geschafft, ohne ein Pfennig Geld wirklich. Immer meine Lieferanten, die Italiener, die Schuhfabrikanten zu überzeugen, es kann nicht jeder schaffen, weil nicht jeder das Talent hat. Und da ist der Irrtum bei den Linken, wenn die immer predigen von Chancengleichheit mhm. und so weiter. Umverteilen bringt auch nichts, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein ja. oder mal ein warmer Regen. Wenn wir die ganzen Reichen mal über Nacht enteignen, haben wir vielleicht 100 Milliarden oder 150 Milliarden und dann versickert es auch beim Staat. Weil meine Meinung ist, wir sollten mal so Leute wie Herr Rossmann, Becker Kamps und wie die alle heißen, also ich bin bei Ihnen. Ja. Das Glück des Spermas, wenn ich jetzt einen reichen Vater gehabt hätte, ja, hätte ich wahrscheinlich mein ganzes Geld verblasen. Aber ich war immer in der Lage, dass ich kein Geld hatte. Also den Erben würde ich nehmen. Also wir müssen mal dahin gehen. Also die Diskussion im Moment bewegt sich ja tatsächlich um das Thema Umverteilen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, den Arbeitsscheuen das zu geben oder nicht, wollen wir auch diskutieren. Sie erlauben aber, dass wir erst einmal das aufnehmen, was ja tatsächlich jetzt in den letzten Wochen vor allem eine Dynamik bekommen hat, der sogenannte Kampf zwischen oben und unten. Und die Frage, können die da oben sind, den unten was abgeben? Und wenn ja, wie? Wir haben einen kleinen Überblick. 75% Spitzensteuersatz. Mit dieser Wahlforderung blies Frankreichs neuer Premier François Hollande im Frühjahr zur Attacke auf die Reichen. Seither auch in Deutschland immer neue Vorschläge. DGB-Chef Sommer fordert eine Zwangsanleihe für Reiche. Das DIW hatte Ähnliches durchgerechnet. Jeder, der über ein Vermögen von mehr als 250.000 Euro verfügt, soll dem Staat 10% leihen. Eine Initiative von 20 Millionären will, dass alle Reichen 10% ihres Vermögens abgeben. Auf einen Schlag wären das 150 Milliarden Euro. Unser Gast Sarah Wagenknecht will die Vermögensteuer wiederbeleben. Eine jährliche 5%ige Millionärsteuer für diejenigen, deren Vermögen 1 Million Euro übersteigt. Die neue Linken-Chefin Katja Kipping hat was gegen Einkommensmillionäre. Geht es nach ihr, ist bei Monatsgehältern von 40.000 Euro Schluss. Alles darüber wandert zu 100% ans Finanzamt. Sie haben gelacht, Herr Köppel, warum? Ich finde das absurd und ich muss Ihnen ja ganz ehrlich sagen. Wer braucht denn jetzt mal unter uns, was würden Sie denn machen? Also 44.000, also ich nehme jetzt mal die Zahl oder 40.000 im Monat, die Frau Kipping da sagt, also braucht man tatsächlich mehr im Monat? Warum? Wissen Sie, was mich empört an dieser Diskussion? Sie müssen mir jetzt nicht gleich ins Wort fallen. Aber was mich empört an dieser Diskussion ist einfach die Selbstverständlichkeit, mit der Politiker, die vom Staat leben, von denen die meisten, gerade auf der linken Seite, noch nie selber wirklich gearbeitet haben oder ein Unternehmen gegründet haben, dass die mit einer Selbstverständlichkeit über das Geld anderer Leute verfügen möchten, dass sie sagen, ja, jetzt müssen wir den Reichen 30% wegnehmen, wir müssen ihnen ab einem bestimmten Einkommen alles wegnehmen. Ich meine, das ist diese Arroganz, die dahinter steckt, dass man sich am Eigentum anderer Leute vergreifen möchte, finde ich empörend und ich finde sie auch in dem Sinn skandalös vor dem Hintergrund. Und der historischen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit sozialistischen Experimenten. Aber bevor wir uns jetzt endgültig in Klischees und Beleidigungen ergehen, das sind knallharte Beleidigungen. Das sind doch keine Beleidigungen, das sind einfach ganz nüchterne Feststellungen. Und noch nie gearbeitet. Auch wenn Ihnen das nicht passt, ist das einfach eine ganz nüchterne Feststellung. Bevor wir uns darin ergehen, in Ihren sogenannten Feststellungen. Ja. Nochmal nur zum Faktum, denn wir sind im Moment an dem Problem vorbeigerasselt. Mhm. Es geht nicht darum, den Leuten Geld wegzunehmen. Jetzt lassen Sie mich doch kurz aussprechen. Es geht nicht darum, ob jemand arbeitsscheu ist oder nicht. Es geht auch nicht darum, ob der eine zu viel hat, der andere zu wenig. Problem ist, das haben wir alle, die wir hier sitzen und alle in dieser Gesellschaft, dass wir eine Reihe von Dingen bewältigen müssen, die da auf uns zukommen, für die uns im Moment die Mittel fehlen. Sie kriegen Beispiel, von der Krise. Wir haben im Moment 2 Millionen Kinder, die wirklich abgehängt sind. Ja. Wir haben Städte wie Berlin oder gerade im Ruhrgebiet, da lebt fast jedes dritte Kind in Hartz-IV-Haushalten, in Langzeitarbeitslosenhaushalten. Wir brauchen Milliarden in der Tat, wenn wir für diese Kinder was tun wollen. Anderes Beispiel, demografische Entwicklung.
Wir brauchen, wenn wir Pflege in Deutschland menschenwürdig gestalten wollen künftig hin, und die schrappt im Moment an der Menschenwürde vorbei, das ist so, das wissen wir alle, dann brauchen wir alleine dafür 7-8 Milliarden jährlich zusätzlich. Wir haben einen Investitionsbedarf in Schulen, in Kindergärten, in den Kommunen von zurzeit, sagen die Kommunen, 26 Milliarden Euro. Mit anderen Worten, was hier auf dem Spiel steht, wenn wir uns jetzt nicht mal verabschieden von diesen ganzen Vorwürfen und dem Problem endlich stellen. Was hier auf dem Spiel steht, ist der Lebensstandort Bundesrepublik. Und jetzt ist die Frage, wer kann denn diese Aufgaben finanzieren? Und dann gibt es ja nur die, die Geld haben. Ja, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir das nach dem Bruttoinlandprodukt das viertreichste Land auf dieser Erde sind. Also wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, um zu verteilen, wer denn dann? Ja, aber Sie müssen sich doch eine Frage stellen. Steht aber doch nicht. Der Staat hat die Norm zu Wort kommen. Darf ich dann ganz kurz, ja, Herr Rossmann, ich wollte Sie gerne... Ich wollte auch mal was sagen. Herr Rossmann, dann fange ich bei Ihnen an, denn im Moment gerade diskutieren wir vor einem Hintergrund. Die Steuereinnahmen, das ist die Meldung dieses und des letzten Tages, sind so hoch wie eben schon lange nicht mehr. Genau. Wir haben wirklich einen großen, auch offensichtlich unerwarteten Überschuss an Steuereinnahmen. Das heißt also, ist die Prämisse denn, die Herr Schneider jetzt hier anlegt, richtig in der Krise? Gestatten Sie mir eine Minute zu reden. Dann möchte ich zu der sozialen Situation in Deutschland. Ja. Kein Land auf der Erde, und ich rede von großen Ländern, über 50 Millionen Einwohnern, hat so hohe Sozialleistungen wie Deutschland. Kein Land auf der Erde. Kein Land auf der Erde hat eine so gute Medizin. Von großen Ländern, nicht von Dänemark und Norwegen. Ich rede von großen Ländern. Sie werden doch wohl nicht behaupten, dass England oder USA. Nein, die lassen wir nicht. Aber die UNICEF hat kürzlich eine Studie rausgebracht. Liebe Frau, er wollte gerade eine Minute geben, wir sie eben, und dann können wir dann einhaken. Wir haben die höchsten Sozialleistungen. Wir haben eine hervorragende medizinische Versorgung. Was ein Herr Hollande sagt, in dem kleinen Film wurde es gerade gesagt, das ist für mich purster Populismus. Herr Hollande hätte, wenn er ein ehrlicher Haut wäre, hätte er sagen müssen, Franzosen, die Deutschen bauen Audis, die bauen Mercedes, die bauen Porsche, die bauen VW, die können etwas, die haben ihre Arbeitslosigkeit halbiert, die haben eine sehr geringe Neuverschuldung, die Deutschen sind wirtschaftlich gut drauf. Wir Franzosen müssen auch etwas leisten, denn wir leben in einer globalen Welt. Das hat Hollande aber nicht gesagt. Er hat so getan, als ob es was umzuverteilen gäbe. Ich bin gleich fertig. Ich höre Ihnen zu. Als vor elf Jahren die damals sehr armen Länder, wie Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, als der Euro kam, da haben diese Länder Folgendes gemacht. Die haben die Steuern gesenkt und die haben die Sozialleistungen erhöht. Und was diese Denke, wozu das führt, das sehen wir heute. Dass heute eine zuckerkranke Frau in Athen noch nicht mal mehr Insulin bekommt in der Apotheke. Nein, das, was Schröder gemacht hat, das war richtig. Er hat gesagt, wir müssen leistungsstark sein, wir haben keine Rohstoffe, wir müssen exportieren, wir müssen auf dem Weltmarkt mit China auf Augenhöhe mit denen im Clinch stehen. Und wir haben heute in Tausenden von Einzelbereichen Weltmarktfirmen, wir haben starke Familienunternehmen, wir haben nur noch 20 Milliarden Neuverschuldung, wir haben die höchsten Steuereinnahmen. Vieles in unserem Land ist auf einem guten Kurs, und ich denke, wir sollten das nicht von morgens bis abends uns madig machen. Wir haben viel geleistet. Ich bin darauf stolz. Und diese Leute, Herr Schneider, die Sie vielleicht kennen, ich kenne viele vermögende Leute, die alles andere als Rolls-Royce fahren und Champagner trinken, die hart arbeiten in ihren Firmen. Und das wollte ich jetzt mal sagen. Jetzt bin ich wieder ruhig. Herr Rossmann, weil Sie gerade Gerhard Schröder erwähnt haben, der hat den Spitzensteuersatz von Helmut Kohl übernommen, 53%, und hat ihn gesenkt auf 42. Richtig. 50 Milliarden Euro sind dem Staat dadurch entgangen. Nein, dem Staat entgeht dadurch nichts. Ja, das müssen Sie jetzt bitte erklären. Warum das trotzdem richtig ist, es ist gerade jetzt eine Studie, die EW unter anderem war beteiligt. Wir wissen, wer der Auftraggeber war und wo die andere Institute machen andere Studien. Jetzt lassen Sie mich nicht ausreden. Ich wollte nur zitieren, was drinsteht. Nämlich, dass tatsächlich in dieser Zeit, seit Gerhard Schröders Senkung des Steuersatzes, das obere Zehntel, also der Reichen, immer weniger, weil sie dann
sehr viele Möglichkeiten hatten, die Steuern doch zu vermeiden, sehr viel weniger zahlen und in der gleichen Zeit aber tatsächlich die mittlere Schicht und aber auch die unteren Schichten stärker belastet wurden. Darum geht es ja. Frau Maischberger, sehen Sie nein, das darum Problem, geht es, oder? Ich widersprechen Ihnen, weil Sie? Es nicht nur um das obere Zehntel geht. Es geht um die vielen Millionen Deutschen, um die vielen Millionen, die vor 10 Jahren sich eine Eigentumswohnung gekauft haben oder ein kleines Haus gekauft haben, die das abbezahlt haben. Wir haben nicht nur... Frau Wagenknecht, wenn man etwas besitzt, und auch wenn es ein kleines Vermögen ist, es wächst, ein großes Vermögen wächst auch. Wenn man nichts besitzt, dann wächst es auch nicht. Und die Frage ist, auch. Und es gab vor 10 Jahren Leute, die waren damals reich, die sind heute arm, und es gab vor 10 Jahren Leute, die hatten nichts. Aber hier muss ich was sagen. Ich muss doch was ganz Wichtiges richtigstellen, damit wir nicht ein falsches Fahrwasser geraten oder auch keinen falschen Eindruck hinterlassen. Erstens, oder zwei Dinge richtig stellen. Zu dem Rolls-Royce, ich wurde gefragt, ob das so ist. Ich habe gesagt, in Berlin Mitte ist es so. Punkt. Nein, mehr habe ich gar nicht. Moment. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Zweitens, ich kann es teilen, seine Einschätzung, dass viele sehr Vermögende, auch Millionäre, mit denen ich berufsbedingt zu tun habe, weil das sind ja sehr viele Spender, Stifter, dass die gar nicht so schlecht sind, wie sie von der Presse häufig dargestellt werden, dass sie sofort auswandern würden, wenn die Steuer angehoben würde, dass sie nichts abgeben wollen, dass sie alle nach Liechtenstein, Schweiz, stimmt gar nicht. Die meisten, die ich kenne, der sehr wohlhabenden Menschen, sind keine vaterlandslosen Gesellen, die nur Raffgier im Sinn haben, sondern die sind auch viele bereit zu geben. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wollen die denn mehr geben, weil sie sagen, ihr habt uns was geschenkt, bitte nehmt es uns wieder ab? Nicht nehmt es uns ab. Wir wollen uns beteiligen, und jetzt kommt's. Wir wollen uns beteiligen an der Bewältigung der Probleme, vor der diese Gesellschaft steht, weil auch viele das Gefühl haben, dieser Gesellschaft was zu schulden. Sie sind auf unsere Schulen gegangen. Wir sind bereit, dazu was beizutragen. Wir machen für alle, nicht nur für Arme, sondern für alle die Infrastruktur. Wir machen für alle sozialen Frieden, dass überhaupt hier vernünftig gewirtschaftet werden kann. Das hat ganz viel zu tun mit der hohen Qualität dieses Sozialstaats. Und das haben auch immer mehr Menschen verstanden und sind bereit, auch abzugeben. Und jetzt noch eines. Und dabei denken wir auf keinen Fall an irgendjemanden, der nicht Millionär, Multimillionär ist, sondern wir sagen, die Vermögenslage ist bei uns so, in diesem, ich wiederhole es, 4. reichsten Land der Erde, dass mittlerweile die obersten 10%, 60% des Einkommens auf sich verteilen. Holen. Das heißt, wir haben bei dieser Schere, die auseinandergeht, die Möglichkeit, Umverteilung vorzunehmen, ohne dass irgendjemand auf ein Butterbrot verzichten müsse. Das ist ja die komfortable Situation, in der wir leben. Und da denken wir an keinen Fall. Haben Sie auch keine Angst vor mir? Darf ich erst, Herrn Köppel, und dann Sie zu Wort kommen? Ja, ganz kurz. Also ich teile 100% Ihre Aussagen, Herr Rossmann. Ich glaube, was Sie völlig ausblenden, ist natürlich das Folgende. Ich meine, Sie sagen, wir haben große Aufgaben, die zu bewältigen sind. Die Staaten sind verschuldet, die Kommunen sind verschuldet. Da muss man sich doch irgendwann auch einmal die Frage stellen, warum kann der Staat mit dem gewaltigen Geld, das er an Steuern einzieht, offenbar nicht so umgehen, dass er seine Kernaufgaben erfüllen kann? Da gibt es eine ganz einfache Erklärung, weil sich die Staaten in den letzten 30 Jahren übernommen haben. Sie haben in der Bundesrepublik ist jede 3. Euro fließt in die Sozialausgaben. Jetzt können Sie natürlich diese Quote auf 50, 60 oder 80% erhöhen. Und ich sage haben Sie schon einmal ein Buch gelesen über die Geschichte sozialistischer Modelle? Aber dann wissen Sie doch, dass sie nicht funktionieren. Nur von den Fakten her. Wir haben im Moment eine Staatsquote von... Herr Rossmann hat sich zuerst gemeldet. Zumindest mal ganz kurz dann, Frau Wagenknecht. Herr Schneider, was mir da nicht gefällt, wissen Sie, es ist nicht so, dass ich hier als Kapitalist mit kaltem Herzen sitze. Ich weiß, dass es vielen Menschen in unserem Land nicht gut geht. Aber die Fakten sind etwas anders, als Sie sie darstellen. Alleine die Stadt Dresden, eine Stadt in Deutschland, plant für 88 Millionen den Kulturpalast umzubauen, für 93 Millionen ein Kulturkraftwerk für die Operette, die planen für 30 Millionen ein neues Schwimmbad. Die Bundesregierung hat den Griechen für 500 Millionen mal U-Boote geschenkt. Ich sage geschenkt, offiziell heißt also es Kredit. Also Sie trauen dem geschenkt. Staat, wenn er das Geld nein, einsammelt ein und Mops, noch mehr Frau davon gar nicht tun, ein dass Mops richtig neigt nicht dazu, einen Wurstvorrat anzulegen. Wir dürfen auch dem Staat nicht zu viel Geld geben, weil die Umsicht, mit der man mit dem Geld umgeht, ist auch nicht da. Frau Wagenknecht war die Nächste. Dem Staat darf man das Geld nicht in die Hand geben. Das ist ja letztlich auch das, was Herr Köppel sagt. Die Staaten können mit dem Geld nicht umgehen. Das können sie doch nicht. Jetzt müssen die Reichen... Aber
das Geld bezahlen, weil die Staaten nicht mit dem abgegriffensten Klischees. Man muss sich mal angucken, wann sind die Staatsschulden explodiert in Europa, auch in Deutschland. So nicht in der Zeit, wo der Sozialstaat ausgebaut wurde, wo die Renten noch relativ gut waren, sondern die Staatsschulden sind explodiert, ausgerechnet in der Zeit, wo der Sozialstaat kaputt gemacht wurde. Also in Deutschland in den letzten 15 Jahren hat sich die Staatsverschuldung verdoppelt. Das waren 15 Jahre, da wurde Hartz IV, Agenda 2010, aber es waren eben auch Jahre gigantischer Steuergeschenke an Reiche, Senkungsspitzensteuersatz, Vermögenssteuer nicht mehr, Erbschaftssteuer so weit ausgehöhlt, dass es eine Bagatellsteuer wird, die keiner mehr bezahlt. Abgeltungssteuer, das ist auch so eine richtige Faulheitsbelohnungssteuer. Also wer hart arbeitet, hat einen progressiven Einkommenssteuersatz. Wer nur von seinem Vermögen lebt, von Zinsen und Dividenden, zahlt pauschal 25%. Das hat damals Steinbrück gemacht. Das heißt, lauter Steuergeschenke haben natürlich die öffentlichen Haushalte verarmt. Und das Zweite ist, und das muss man in dem Kontext auch nochmal sagen, wenn Sie sagen, die Staaten können nicht wirtschaften. Also wer hauptsächlich nicht wirtschaften kann, sind die Banken. Also 1,6 Billionen allein in Europa in den letzten Jahren sind dafür verschleudert worden, Banken, die sich verzockt hatten, zu retten. Aber was wird mit den Banken gerettet? Natürlich vor allem das Geldvermögen der Reichen, weil die haben das hauptsächliche Geldvermögen. Das heißt, die Körperschaftssteuer ist um 56% im ersten Halbjahr gestiegen. Um gegenüber dem letzten Jahr. Das ist doch viel geringer als früher. Nein, aber wenn Sie das sagen, muss ich mir jetzt 600 Milliarden. Gucken Sie sich doch die Zahlen an. Gucken Sie sich die Zahlen an. Kein Mensch versteht, wenn Sie alle durcheinander reden. Ein Mehr an Steuereinnahmen von über 70 Milliarden. Im Vergleich zu den Vorjahren, aber doch nicht im Vergleich zur bundesdeutschen Geschichte. Deutschland hat so viel Geld, wie es nie zuvor hatte. Herr Rossmann, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Fakt ist doch, in der Tat, wir haben im Moment eine Staatsquote aktuell, die liegt bei 45%. In den letzten 20 Jahren wurde diese Staatsquote nur viermal unterschritten. Das heißt, ein ungeheuer niedriger Wert für bundesdeutsche Verhältnisse. Steuerquote liegt im Moment bei 20,5%. Das ist ganz deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 23%. Und jetzt Ihre viel aufgeblähten Sozialausgaben liegen im Moment bei 29%. Das ist der tiefste Wert seit 10 Jahren. Mit anderen Worten, noch nie hatte der Staat, wenn man von den Schulden, die er aufnimmt, abgesehen, so wenig Einnahmen gemessen am Bruttoinlandprodukt wie heute. Und das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und jetzt stellt sich die Frage, was muss man tun, damit dennoch dieser Staat finanziert werden kann, ohne sich immer weiter zu verschulden? Das Problem ist aber, Sie werden sich sozusagen über die Grundlage dieser Diskussion ja nicht einig. Denn in Ihren Augen ist der Staat arm. Ich verkürze es jetzt mal ganz bewusst. In Ihren Augen ist der Staat eben nicht arm. Und deswegen wird die Frage, ob man jetzt umverteilt oder nicht, zwischen Ihnen beiden nicht in dem Sinne logisch zu lösen sein. Ich würde trotzdem gerne ein Beispiel mitbringen, weil wir uns zwei Dinge mal angucken sollen. Nämlich, die erste Frage ist, wie stark darf man jemanden, der hat, belasten? Das ist die erste Frage, die ich stellen möchte. Die zweite wäre dann, ist er schon stark genug belastet? Die erste Frage, gönnen wir uns mal einen Ausschnitt. Das ist ein Lieblingsbeispiel derjenigen, die sagen, höhere Steuern machen keinen Sinn. Dann kommt irgendwann mal die Geschichte von Astrid Lindgren. Kurz erzählt ist sie so. Vor allem bezahle ich Steuer, wissen Sie, 80%, und das tue ich mich mit größtem Vergnügen. Ich glaube, es gibt kaum einen Mensch, der so gerne Steuer bezahlt wie ich. Astrid Lindgren, weltberühmte Kinderbuchautorin, reich geworden mit Büchern wie Pippi Langstrumpf oder Kalle Blomqvist. Sie beklagte sich nie über zu hohe Steuern wie andere Großverdiener. Doch als sie 1976 nach einer Steuerreform 102% Steuern zahlen sollte, wehrte sie sich verärgert mit einem Märchen, das ganz Schweden erschütterte. Am Ende räumte die Regierung ihren Fehler ein. Jetzt würde man sagen, Frau Wagenknecht, 102% ist ja absurd, ist es aber nicht, weil diese Zahl von 100% von Frau Kipping auch gebraucht wird. Also hat der Staat tatsächlich das Recht, seine Bürger zu enteignen? Naja, Sie haben vorhin die Frage gestellt, wie viel darf man jemandem, der reich ist, zumuten? Richtig. Ich finde viel spannender die Frage, wie viel darf man denen zumuten, die wenig haben? Nein, also aber erst einmal will ich bestehen darauf, dass wir die erste Frage klären. Die zweite klären wir auch noch, aber jetzt mal trotzdem, 100% Steuern ist doch eine Enteignung, oder gibt es eine andere Deutung davon? Also für mich ist beispielsweise, wenn das Rentensystem zerschlagen wird, das ist das wichtigste Vermögen für die Menschen. Wenn die keine Rentenansprüche mehr haben, dann werden sie auch enteignet. Aber trotzdem 100% Steuern, Entschuldigung, trotzdem, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, weil es mich wirklich interessiert, was Sie davon denken. Also wir reden hier über
Einkommen jenseits beispielsweise 500.000 Euro im Jahr. Ja, genau. So, und da finde ich es wirklich, mir geht es ja gar nicht um den Rolls-Royce, den kann man sich auch von 500.000, glaube ich, noch irgendwie leisten, wenn man den unbedingt braucht. Und den Champagner kann man sich auch leisten. Sondern die Frage ist doch, wollen wir eine Gesellschaft, wo die einen so viel Geld haben, was sie dann am Ende natürlich auf ihren Konten bunkern, was auf die Finanzmärkte fließt, was dort spekuliert, was auch dadurch die Realwirtschaft eher schädigt. Und andere müssen also sich immer mehr nach der Decke strecken und haben immer weniger. Und das ist ja das, was wir erleben. Also wir haben in Deutschland, trotzdem, wenn ich sage, die wirklichen Leistungsträger, das sind natürlich auch Menschen, die hart arbeiten. Also, die Löhne sind aber um 5% gesunken. Ich will jetzt, nicht Herrn Rossmann irgendwie falsch einschätzen, aber trotzdem, ich möchte es doch noch mal stellen, die Frage, 100% Steuern ab 40.000 Einkommen im Monat. Also was gibt Ihnen das Recht? Gegen Grundgesetzartikel, der Schutz des Eigentums steht da drin immer noch verankert, jemanden, der 40.000 mehr verdient, alles dann wegzunehmen, was drüber ist. Also ich finde, wir müssen schon diese Diskrepanz in die Frage stellen. Und früher ist die Bundesrepublik auch ohne das ausgekommen. Also als der DAX gegründet wurde, also dieser Aktienindex, da hatte ein Vorstandsvorsitzender in etwa das 15-fache eines Durchschnittslöhners. Heute ist es das 50-fache. Das heißt, es geht immer weiter auseinander. Und natürlich kann der nur so viel haben. Oder bei den Dividenden. Wir hatten früher im Jahr durchschnittlich 6 Milliarden Ausschüttung, jetzt sind es 25 Milliarden. Warum steigt das so? Das steigt deswegen so, weil die abhängig beschäftigt arbeiten, immer weniger bekommen. Das heißt, die sinkenden Löhne, dieser riesige Hungerlohnsektor, Niedriglöhne, 8 Millionen Menschen arbeiten da inzwischen. Mhm. Das ist die Bedingung dafür, dass wir oben so viel umverteilen können. Also Sie, und deswegen sage ich, es muss ist auch keine Enteignung. Nein, es ist eine Rückumverteilung dessen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und ich finde schon, Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wettbewerbsfähigkeit wird eher schlechter, wenn 8 Millionen Menschen Hungerlöhne haben. Wir sind doch nicht das ärmste Land in Europa, wir sind das reichste Land in Europa. Ja, wir sind im Durchschnitt das reichste Land, aber dieser Durchschnitt ist eben völlig ungleich verteilt. Deutschland hat doch eine ganz andere Wirtschaftskraft als Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und so weiter. Ja, aber darum geht es doch nicht. Die Frage ist doch, ob die Wirtschaftskraft da hat. Wir können nur die Sozialleistung erwirtschaften, wenn die Wirtschaft stark ist. Und das Schlimmste, was den Armen in Deutschland passieren kann, dass das, was wir an wirtschaftlicher Kraft haben, dass das verloren geht. Ja, aber die wirtschaftliche Kraft beruht nicht darauf, dass wir schlechte Löhne sondern die wirtschaftliche Kraft beruht auf Innovation, jetzt sind Sie noch auf Investitionen. Ein Stückchen weitergegangen. Und die dürfen wir nicht behindern. Ich möchte trotzdem gerne wissen, also die 100% fördern Sie sogar, wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, dann können sie auch mehr ausgeben. Also, wir haben ja in Deutschland eine völlig dann niederliegende Binnenkonjunktur. Wir haben nur eine brummende Exportwirtschaft. 100% ist trotzdem ein hoher Wert. Aber Sie verteidigen, was Kippings Vorschlag angeht, Sie selber sehen ihn ja bei Erbschaftssteuer tatsächlich ab einer Million Erbschaft 100% Steuern. Das heißt, über eine Million wäre dann alles weg. Bei Unternehmen meine ich, dass sie dann in Belegschaftshand also übergehen sollten. Also wenn man es nicht bar hat, dann muss man es nicht gleich sagen. Ja gut, ein Unternehmer müsste ja sonst sein Unternehmen an den Staat übertragen. Das wäre sicherlich nicht so sinnvoll. Das ist ja genau die Konsequenz dieser hohen Vermögensteuern. Wir sehen das ja in der Schweiz. Wir haben eine Vermögensteuer. Und es ist einfach völlig naiv, was Sie hier erzählen. Und ich bin auch zum Glück erlebe ich nicht hier. Ich wäre wirklich verärgert, wenn ich Ihnen hier zuhöre. Aber wenn Sie in der Schweiz ein Unternehmen besteuern mit 0,5% Vermögensbesteuerung, dann wären Sie, müssen Sie sich, wenn Sie Ihr Unternehmenswert bei einer Milliarde liegt, können Sie ausrechnen, was 0,5% Vermögensteuer bedeutet. 0,5%, Sie sprechen ja von 30% und so weiter. Da müssen Sie einen Teil, Ihrer Aktien verkaufen, überhaupt die Steuern zu bezahlen. Jetzt müssen wir trotzdem mal die Dinge auseinanderhalten. Also Wirtschaft und Privatvermögen. Das ist einfach diese ganze Mentalität, dass man mit einer Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass man Leuten, die ihr Geld erarbeitet haben oder ererbt bekommen haben, dass man denen das einfach wegnehmen kann. Und das zum Staat umverteilen kann, weil man glaubt, dass der Staat dann mit diesem Geld besser umgehen kann. Das ist so etwas von naiv, das ist so etwas von Geschichtsblind und das würde das Wohlstandsmodell Deutschlands zerstören. Denn Deutschland geht es deshalb so gut, weil Sie recht haben in einem Punkt, weil Herr Schröder genau diese Voraussetzung geschaffen hat, dass Deutschland die Staatsquote etwas senken konnte, dass der Arbeitsmarkt etwas flexibilisiert werden konnte und dass letztlich der Staat sich etwas zurückgenommen hat. Warum geht es denn Deutschland relativ gesehen besser als anderen europäischen Staaten? Wollen Sie denn das jetzt gefährden? So, mit Ihrer Politik zerstören Sie dieses Erfolgsmodell. Also, jetzt müssen wir ganz kurz bremsen, weil Herr Brunner da seit längerer Zeit etwas sagen wollte und er wird jetzt das Wort auch haben. Bitte. Dankeschön. Sie wollten uns helfen,
das zu verstehen. Ja, ich habe das Gefühl, Sie stellen so schöne, konkrete Fragen und wir drücken uns hier um die Antworten rum. Enteignung. Ich höre in jedem Satz ganz viele Zahlen, ich höre ganz viele Fremdwörter. Sie haben gefragt, sind 100% Steuerenteignung? Dann müssen Sie ganz klar sagen, selbstverständlich ja. Das könnte der Staat auf Grundlage unserer Verfassung höchstens in Extremstsituationen machen, in Kriegssituationen. Wenn wir sagen, hier, da ist Not, du musst das jetzt hergeben für jemand anderen, weil der hat gar nichts mehr. Aber die Tendenz ist natürlich, oder die Richtung zeigt es natürlich. 100% gehen ja immer nur oberhalb einer bestimmten Grenze. Das Argument war noch nicht fertig, glaube ich. Für mich sind ein paar, ich würde gern viel, viel grundlegender mal sprechen. Mhm. Wir haben hier noch gar nicht in Frage gestellt, ob was Wirtschaft eigentlich sein soll. Wirtschaft im Kern bedeutet, dass es allen gut gehen soll, dass wir mit Ressourcen, die wir haben, wirtschaftlich umgehen, damit wir gut mit dem umgehen, was wir haben und daraus möglichst viel machen. Und zwar gemeinsam und ja, nicht gegeneinander. Und in dem Sinne glaube ich, dass wir uns in Deutschland ganz anders organisieren können. Natürlich wollen wir alle gemeinsam Armut verhindern. Wir wollen nicht Reichtum verhindern, wir können Reichtum zulassen, aber wir alle wollen Armut verhindern. Zumindest wir wollen das bei den Piraten. Ja. Und ich glaube, jedem ist klar, auch jedem, der hier sitzt, dass wenn wir Armut feststellen, wenn wir irgendwo hingehen, egal ob in Berlin oder in Dresden oder sonst wo, und wir stellen Armut fest, dass wir diese Armut beheben wollen. Und natürlich müssen die, die reich sind, entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit auch dazu beitragen. Darf ich dieses ergänzen durch eine Zahl? Wir haben das von den Kollegen von der BZ in Berlin, die haben jetzt mal einmal zusammengetragen, was denn die Reichen schon leisten, um Armut zu verhindern. Also hier geht es um einen Einkommensmillionär, der zahlt dann eben 441.635 Euro Steuern im Jahr. Ein Einkommensmillionär verdient 1 Million im Jahr. Damit kann man finanzieren 98 Hartz-IV-Empfänger oder 35 Rentner oder 18 Polizisten oder eben 90 Plätze für Schüler. Herr Ponada, da muss man doch sagen, einer, der 1 Million verdient, finanziert damit alleine schon 98 Hartz-IV-Empfänger. Kann man da nicht einfach sagen, ja, der tut schon genug? Das ist Gesellschaft, was wir hier sehen, dieses sehen, Bild. Die Steuern ich persönlich, ja, sehr als gerade Astrid Lindgren gezeigt wurde, ist gesagt, die Höhe, Entschuldigung, aber die Höhe auf sie zahlt gerne Steuern. Da ja, habe ich sofort gedacht, ja, ich zahle auch sehr gerne Steuern. Weil wenn ich über ein gewisses Maß rauskomme, wenn ich nicht 1.000, sondern 1.500 Euro habe, dann kann ich anfangen, Steuern zu zahlen. Ja. Und dass ich Steuern zahlen kann, bedeutet, dass ich genug zum Leben habe für mich auf einer bescheidenen Ebene. Deswegen zahle ich sehr gerne Steuern, weil es ein Ausdruck davon, dass es mir gut geht. Wenn Sie ich persönlich fühle mich würde, reich. Wäre es doch fein. Wenn ich 1 Million, das sind 44%. Ich persönlich zahle gerne von jedem Euro, den ich nicht für die Existenz brauche, den ich nicht zum Leben brauche, wenn meine Existenz gesichert ist, zahle ich gerne von jedem Euro, den ich drüber habe, 44% an andere. Weil dann geht es mir gut. Wie alt sind Sie jetzt und wie viel Steuern haben Sie schon bezahlt? Wie alt sind Sie jetzt und wie viel Steuern haben Sie schon das bezahlt? Das kann ich nicht zusammenrechnen. Wahrscheinlich gar keine, so ich, was ich aus doch, der Presse über Sie erfahren ich habe in den letzten, ich wurde ja in der Presse rauf und runter genudelt als der Hartz-IV-Pirat. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren etwa so viel Einkommensteuer bezahlt. Ich denke nur von der Einkommensteuerfrau, war ich ganz sicher und ganz klar darauf hingewiesen, wir haben ganz viele Verbrauchsteuern. Allein von der Einkommensteuer habe ich in den letzten 2,5 Jahren etwa so viel Einkommensteuer bezahlt, wie ich an Sozialbezügen bekommen habe im gleichen Zeitraum. Aber Frau Meister, ich bin also im selben Jahr Steuerzahler und Sozialleistungsbezieher. Das floss mal da rein, weil ich gut verdient habe. Dann floss es wieder raus, weil ich wenig hatte. Die Konsumsteuern, wenn ich dazu rechne, dann habe ich bestimmt im Laufe meines Lebens inzwischen 1.000 Euro mal 12 Monate, 19%, können Sie sich ausrechnen, dann sind wir schon mal bei 12.000 190 Euro im Monat, bestimmt mal 12. 40.000, 50.000 Euro Steuern habe ich bestimmt in meinem Leben schon bezahlt. Aber die Frage, die ja hier gestellt wird, ist tatsächlich nach der Verhältnismäßigkeit. Sie wollen die Rechnung in Frage stellen, wenn Sie das mal bitte Rechnung, machen. Es gibt zwei Dinge an der Rechnung, die nicht ganz in Ordnung sind. Ja. Auch wenn ich dem Steuerfachblatt BZ nur ungern widerspreche. Ja. Damit jemand 1 Million versteuert, muss er erheblich mehr Einnahmen haben als 1 Million. Hier geht es um das zu versteuernde Einkommen. Und Sie haben gerade die neueste DIW-Studie zitiert, die nochmal deutlich machte, dass von den Spitzenverdienern keiner über 38% Steuersatz kommt im Moment. Das ist die Realität, weil die sehr gut Abschreibungsmöglichkeiten nutzen. Zweitens, wenn jeder gesagt wird, er unterstützt ja Sozialhilfebezieher, er macht was für Schulen, dann sollte nicht vergessen werden, von den Steuern, die er zahlt, werden auch die Straßen finanziert, die er braucht, um Geschäfte machen zu können. Davon wird Bildung finanziert, die er braucht, um den Nachwuchs zu kriegen. Davon wird Ausbildung finanziert, damit er überhaupt Fachkräfte kriegen kann. Das heißt, ein Großteil der Steuern geht natürlich
natürlich, das ist auch richtig so, ich bemängel es ja nicht, geht auch wieder zurück in die Voraussetzungen für seine Geschäfte. Man sollte also nicht so tun, dass die einen nur zahlen und die anderen nur empfangen. Das stimmt faktisch nicht, was die BZ da suggeriert. Gerade gesagt, was Wirtschaft bedeutet. Ich finde das für viel zu kurz gesprungen, was Sie sagen, Herr Ponada. Wir brauchen Öl, wir brauchen Gas, wir müssen viel importieren, wir brauchen große Summen. Brauchen wir Wirtschaftswachstum? Moment. Brauchen wir Wachstum? Lassen Sie mich das bitte zu Ende sagen. Sagen Sie mir doch, brauchen wir Wirtschaftswachstum, Herr Rossmann? Natürlich brauchen wir das. So, jetzt lassen Sie mich mal bitte weiterreden. Wir müssen jede Menge importieren. Und wenn wir nicht die Fähigkeit hätten, auf dem Weltmarkt zu exportieren, könnten wir das gar nicht bezahlen. Müssen wir mehr exportieren, als wir importieren, Herr Ponada? Er muss ja trotzdem jetzt unterbrechen, weil wir... Und dann hätten wir zum Schluss weniger Millionäre, aber den armen Menschen würde es noch viel schlechter gehen, weil das, was momentan an Steuern aufgebracht wird, wird aufgebracht, weil bei uns günstige Rahmenbedingungen sind und weil unsere Wirtschaft prosperiert. Und wenn wir das in Frage stellen, dann wird es nachher so sein, dass wir viel weniger Reiche haben, aber den armen Menschen wird es noch viel schlechter gehen als heute. Also Sie sind gegen jegliche Art, also weil Sie waren ja mal vor 2 Jahren, das habe ich gelesen, das heißt ja auch da ging es nochmal, da ging es darum, lieber die Reichen stärker zur Kasse bitten, als eben den armen Menschen. Frau Maischberger, ich weiß, dass Sie das, ich möchte es ganz kurz erklären. Ich wollte ja nur ganz kurz für die Zuschauer, die es vergessen haben, noch mal deutlich machen, dass ich habe vor 2,5 Jahren gesagt, und das würde ich auch sofort wieder sagen, höhere Einkommensteuer für Leute, die viel verdienen, habe ich vor 2,5 Jahren gesagt. Hintergrund waren andere als heute. Die Neuverschuldung, die von der Bundesregierung geplante Neuverschuldung, betrug 80 Milliarden. Da gingen bei mir alle roten Lampen an. Wenn wir auf 80 Milliarden Neuverschuldung kommen, dann müssen in erster Linie die Menschen, die reich sind, die was haben, in die Verantwortung genommen werden. Aber heute ist eine ganz andere Situation. Heute sprudeln die Steuerquellen. Und deshalb habe ich auch diese Position fallen gelassen, weil heute ist eine andere Situation. Sollte es aber wirtschaftlich schlechter werden, müssen zuerst die, und zwar nicht über Vermögensteuer oder Erb, sondern erst über Einkommensteuer, dann müssen natürlich diejenigen, die es können, auch mehr leisten. Das ist für mich selbstverständlich. Insofern bin ich nicht ein ganz rechter Frau Wagenknecht. Ich habe auch eine linke Seite. Okay. Aber ich glaube, momentan wären Steuererhöhung in der jetzigen Zeit kontraproduktiv. So, jetzt haben wir aber den Grundkonflikt ja hier herausgearbeitet. Herr Schneider und Frau Wagenknecht sind der Meinung, wir steuern auf eine Krise zu. Die Krise ist da, es gab Verursacher. Wir sollen auf jeden Fall die, die in dieser Krise eben auch noch verdient haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wieder dazu anhalten, das Geld zurückzuführen, um eben den nächsten Ausgaben, die anstehen, irgendwie zu begegnen. Sie meinen, dem Land geht es im Moment so gut, dass man eben nicht die Steuern erhöhen muss. Ob es Spitzensteuern sind, Vermögensteuern, wir haben eine Euro-Krise, die gelöst werden muss. Das ist das große Problem, was wir haben. Auch nicht, auch keine Reichensteuer. Sie zahlen wahrscheinlich Reichensteuer. Ab 250.000 gibt es ja schon einen höheren Spitzensteuersatz. Haben Sie das Gefühl, Sie tun schon genug? Ich gebe mein Geld gern aus. Ja. Und Sie zahlen auch Steuern. Ich spare nicht. Ja. Ich muss keine Vermögensteuer zahlen. In die Situation komme ich wahrscheinlich nie. Ich bin ein großzügiger Mensch. Ja. Sie zahlen wahrscheinlich einen Spitzensteuersatz, nehme ich mal an. Ich habe gute Jahre, ich habe weniger gute Jahre, ja, wie das in der Modebranche so ist. Und haben uns vorher doch auch eben gesagt, also von dem, was Sie an Steuern zahlen, zahlen Sie bestimmt, das war wahrscheinlich ein bisschen flapsig formuliert, aber 50 Hartz IV durch. Ist das Ihre Haltung? Also, wenn ich die Tabelle da so sehe, sieht es danach aus. Natürlich zahle ich auch für Infrastruktur, nicht für, nur für Hartz IV-Empfänger. Ja. Aber ich denke, wir müssen sehen, dass wir eine Gesellschaftsstruktur schaffen, wo alle das Gefühl haben, wenn ich mehr leiste, geht es mir besser. Und nicht, dass ich mich da hinsetze und sage, die was haben, die sollen mir was abgeben. Das bringt keinen weiter. Wieso die Linken sagen doch, Leute, die über 1 Million Cash Money haben oder über 40.000 Euro im Monat Cash Money, ist Schicht, ja. Und ich meine, das finde ich nicht in Ordnung. Kann man damit nicht auskommen? Also kann man nicht mit 40.000 auskommen? Warum braucht man nun wesentlich mehr, wenn auf der anderen Seite Kommunen im Grunde Nothaushalte haben und die Schulen irgendwie in sich zusammenbrechen, die Lehrer fehlen? Also das ist doch ein Unsinn, dass man das eine sozusagen, dass da einige extremste Einkommen haben. Und wie gesagt, diese Rechnung, die stimmt auch nur, wenn derjenige quasi wirklich direktes Arbeitseinkommen bezieht. Wenn er eben Zinsen und Dividenden hat, hat er pauschal 25%. Das ist ein solcher Skandal. Und ich finde das wirklich in keiner Relation. Also Leute auf der einen Seite mit sehr, sehr großem Vermögen verdienen irrwitzig viel Geld. Und auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, die was leisten sollen, mehr bekommen, dann muss man endlich über die Lohnentwicklung reden. Die Lohnentwicklung ist miserabel in Deutschland. Immer mehr Leute
arbeiten hart. Und da haben Sie vorhin eben auch gesagt, ja, wer sich ein bisschen ran nimmt, der kann auch was werden. Also da gucke ich mir doch an, Altenpfleger, ist das nicht jemand, der was leistet? Ich finde, das ist eine riesige Leistung. Ja. So, die kriegen jämmerliches Gehalt. Wir hätten und auch ganz natürlich einfache... müsste der Staat in all diesen Bereichen, also auch die öffentliche Hand, könnte ja, ja auch mehr bezahlen, aber zumindest soweit es öffentlich ist. Die Politik von Allende, die ist deckungsgleich mit der Politik von Mitterrand. Und Mitterrand hat es geschafft, in wenigen Jahren die gesamte französische Wirtschaft richtig nach unten zu fahren. Ja, Frankreich musste auch, innerhalb also weniger Jahre... Da müsste man jetzt wirklich mehr ins Detail gehen, wer die französische Wirtschaft die kaputt gemacht erhöht hat. Er hat genau das gemacht, wofür Sie also wir hatten doch in Deutschland, wir hatten doch schon längst, wir hatten zum Beispiel die Bundesrepublik am Anfang, um das noch mal zu sagen, Adenauer hatte einen Spitzensteuersatz von 95%. Also so ganz nur hatten links ist das nicht. So, wir hatten lange Zeit, einen Spitzensteuersatz von 56%. Unter Helmut Kohl, da war in Deutschland die Spaltung noch nicht so groß. Noch auf das Argument, ob die Reichen schon genug tun, Herr Schneider. Also der Unternehmer, Herr Rossmann, tut ja doch sehr viel für das Gemeinwohl. Erstens zahlt er Steuern. Zweitens, mit seinem unternehmerischen Erfolg, 2500 Läden, 31.000 Arbeitsplätze, schafft er doch auch Wohlstand. Hat er da nicht schon genug getan? Warum fordern Sie von Menschen wie ihm dann noch mehr? Die Frage stellt sich mir gar nicht, ob er genug getan hat oder nicht. Darum geht es mir auch nicht. Warum? Es geht hier nicht darum, dass wir uns im Bündnis Umverteilen anmaßen würden, Lebensleistung zu bewerten in irgendeiner Form. Wie kämen wir dazu? Steht uns gar nicht an. Ja. Worum es uns ausschließlich geht, ist die Tatsache, dass wir wissen, dass wenn wir das erfolgreiche Sozialstaatsmodell Bundesrepublik weiterfahren wollen, die nächsten Jahrzehnte, dann? Wenn wir wollen, dass Menschen künftig würdig das gepflegt werden und gesagt, so weiter, dann brauchen wir Geld, dann brauchen wir jährlich zusätzliche Investitionen. Aber er sagt ja, lieber schaffe ich Arbeitsplätze, als dass ich dann dem Staat das Geld gebe. Ja, ich beantworte zu Ende. Ja. Brauchen wir zusätzliches Geld? Allein den laufenden Kosten rund 40 Milliarden Euro jährlich. Davon muss man ausgehen. Haben so. Und jetzt der Punkt. Wo soll das Geld herkommen? Man kann es nur holen tatsächlich von denen, die sehr viel haben. Das hat ja keiner was, auch logisch. Jetzt die Frage, wird unsere Wirtschaft zusammenbrechen, wenn wir tatsächlich hingehen und sagen, wir nehmen bei einem Bruttoinlandsprodukt von 2,6 Billionen Euro bei Geldguthaben, also Geld, wirklich Geldguthaben von 4,8 Billionen Euro in Deutschland, Anlagen, also damit meine ich nicht Kapital, das irgendwo liegt in Betrieben, Investitionen, Häusern, sondern wirklich Geld. Und Versicherungen etc. bei 4,7 Millionen. Machen wir unsere Volkswirtschaft ernsthaft kaputt, wenn wir jetzt 40 Milliarden nehmen? Das kann mir keiner erzählen. Das kann mir beim besten Willen jetzt keiner erzählen. Schon wieder Zahlen. Das ist, Es geht ja hier um Geld und Zahlen. Wir haben ganz einfache Möglichkeiten. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir unsere Produktivität erhalten und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und wir können alles vergessen. Wir können die ganze Diskussion vergessen. Wenn wir da schlechte Arbeit machen in den nächsten Jahren. Und deshalb hat der Schröder recht gehabt. Herr Rossmann, aber die Wettbewerbsfähigkeit ist doch nicht durch die Steuersenkung. Öffnen wir doch bitte mal den Blick. Wir haben zwei ganz einfache Möglichkeiten, wie wir Armut verhindern und verringern können, ohne dass der Staat auch nur einen Euro in die Hand nehmen muss. Das eine ist ein gesetzlicher Mindestlohn, damit die Situation geheilt wird, dass Menschen heute Vollzeit arbeiten und von dem Lohn, den sie bekommen, noch nicht mal ihre Familie oder sich selbst ernähren können und immer noch zusätzliche staatliche Leistungen brauchen, obwohl sie was leisten, obwohl sie voll in dem sind, was sie alle fordern. Das ist der Mindestlohn. Das zweite ist die Abschaffung der Sanktionen im Sozialsystem, weil die Sanktionen ja eins der größten Mittel sind, die das Lohnniveau nach unten drücken was und den freien Markt, die Sanktionen im Hartz-IV-System, die ja dazu führen, dass die Löhne immer weiter nach unten sinken. Die Sanktionen im Hartz-IV-System führen dazu, dass das selbstverständlich. Das ist ja wie ein, es ist ja nicht so, dass ich einen Job, der mir für 4 Euro angeboten würde, ablehnen dürfte. Das ist ja wie eine Reise nach Jerusalem. Wir haben momentan 3 Millionen Erwerbssuchende, Arbeitsplatzsuchende. Wir haben immer so wechseln zwischen 800.000 und 1 Million Stellen. Das ist wie ein großes Reise nach Jerusalem. Jeder soll sich setzen. Es gibt nicht genügend Plätze. Dann muss man verhandeln. Ich muss im Grunde jeden Lohn akzeptieren. Ich muss die miserabelsten Arbeitsbedingungen akzeptieren. Sonst sitzt mir der Arbeitsvermittler im Nacken. Ja. Würden wir die Erwerbssuchenden stärken, dass sie für gute Löhne kämpfen können, für gute Arbeitsbedingungen, dann sie hätten wir wieder einen echten Markt. Sie sind ja auch für ein Grundeinkommen. Und wir müssten staatlich nicht so viel unter die Hände kriegen. Sie wissen, wo der Denkfehler bei Ihrem Ansatz liegt und auch bei da dem... Da ist kein Denkfehler. Da ist
das, was hier gesagt wird, das ist nicht so groß. Herr Köppel, bitte. Nein, jetzt erstmal Herr Köppel. Aber Sie können doch nicht sagen, dass unsere Exportwirtschaft zusammenbricht, wenn man einen Mindestlohn hat. Andere Länder haben ihn, alle anderen nicht. Sozialisten haben die Lohnfreiheit. Nein, aber der Punkt ist, der Punkt ist einfach der, was in Ihrem Weltbild, auch in Ihrem völlig ausgeblendet wird. Das mit dem Mindestlohn? Nein, ja, was Sie jetzt gesagt haben. Ist das... Das ist das Prinzip der Eigenverantwortung. Richtig. Das habe ich doch gerade gesagt, die Wir stellen die Haare zu Berge, wenn ich Ihnen zuhöre. Sie sagen, wenn ich jemanden sehe, der nicht sehr viel Geld verdient, dann ist es unsere Aufgabe, dieser Person zu helfen. In meiner Vorstellung ist es so, dass der Erfolg unserer Gesellschaften, auch der Deutschen, darauf beruht, dass die Eigenverantwortung im Vordergrund ist. Das heißt, aber es ist Eigenverantwortung, wenn ich jemanden vorschreibe? Ich habe Sie auch nicht unterbrochen, Herr Bernhardt. Das heißt, ich habe Sie nicht unterbrochen, wir können Sie das auch gewähren im Gegenzug. Nein, dass die Leute sind selber verantwortlich dafür, einen Lohn zu erhalten. Wenn jemand seine Ausbildung so gemacht hat, dass er in eine Branche kommt, wo er nicht genügend Geld verdient, ja, dann muss er sich einen anderen Job suchen, dann muss er sich selber darum kümmern. Ich rede nicht von älteren Menschen, natürlich nicht. Ich rede von Leuten wie Sie zum Beispiel, die von Hartz IV leben, obwohl sie eigentlich 100% arbeitsfähig wären. Sie haben sogar eine sehr gute Abitur gemacht. Ich lebe nicht der von Sozialstaat, Hartz IV, ja, aber Sie haben einmal, der Sozialstaat ist ja nicht für Leute wie Sie erfunden worden, sondern für Leute, die sich wirklich nicht selber helfen können. Der Sozialstaat ist für den Zusammenhalt Sie müssen in der Gesellschaft kommen, erfunden Sie müssen worden. An dem Punkt kommen, wo Sie mal aufhören, immer dem Staat die Aufgabe zuzuweisen, dass er sozusagen die Lebenslasten der Leute übernehmen soll. Das ist Sozialismus. Damals hat der Staat versucht, den Leuten sozusagen ihr Einkommen zu gewährleisten. Er hat unglaublich hohe Steuern eingesammelt. Das versuchen sie jetzt eigentlich hier zu installieren. Und ich kann Ihnen nur sagen, alle Studien, alle historischen Erfahrungen gehen in die Richtung. Wenn das umgesetzt wird, was Sie oder Sie wollen, dann wird Deutschland den Weg Griechenlands beschreiten. Und das hat doch niemand eine Rechnung. Nein, das ist so. Wir reden nicht nur vom Mindestlohn, wir reden davon, dass Sie unglaublich hohe Besteuerung auch von Unternehmen und wohlhabenden Leuten in Deutschland bringen. Und ich sage einfach, jeder Gesellschaft geht es besser, je mehr Reiche sie hat. Weil ein Reicher, das wird hier völlig unterschätzt, bringt unglaubliche Leistungen. Nehmen Sie zum Beispiel nur schon die Hersteller. Fragen Sie einen Arbeiter, der einen Rolls Royce herstellt, ob er der Meinung ist, ob er das gut findet, wenn man irgendeinen Reichen so weit besteuert, dass er sich keinen Rolls-Royce mehr kaufen soll. Dann verliert er seinen Job, weil er nicht mehr den Rolls-Royce herstellt. Bei einer Sache trotzdem sind wieder beide Punkte drin, und ich würde gerne einhaken bei dem einen Punkt, den Sie... Von wem denn? Wenn der Reiche nicht mehr investiert, wo kommt denn das Geld her? Wenn Sie mir das gestatten, darf ich einhaken, weil Sie nämlich gerade mit Herrn Ponada und über Herrn Ponada geredet haben. Das würde ich gerne erst einmal sortieren. Und zwar deshalb, weil es natürlich auch öffentlich sehr stark diskutiert und kritisiert wurde. Also Sie haben in 2,5 Jahren, glaube ich, 10 Monate insgesamt Hartz IV bezogen und ALG II, Arbeitslosengeld II. Und es gab sehr große Empörung darüber. Ganz an der Spitze der Empörungswelle stand eben der Vizechef der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt, den wir ganz kurz zu Wort kommen lassen, um zu diskutieren. Tatsächlich gibt es eine Bringschuld auf dieser Seite der Empfänger von Sozialhilfe. Das Anspruchsdenken an die Gesellschaft, das Herr Ponada formuliert, teile ich nicht. Wenn jeder so denkt, würde das unser Sozialsystem in den Ruin treiben. Sozialleistungen sind für Bedürftige gedacht, nicht für junge Lebenskünstler mit Einser-Abitur und Studium, die sich auf Kosten der Steuerzahler, also auch der Kleinverdiener, selbst verwirklichen wollen. Haben Sie das verstanden, Herr Ponada, dass man Sie dafür kritisiert? Und auch Herr Alt? Wofür? Na, dass Sie mit dem Einser-Abitur, 35-jährig, 8 Jahren Studium, trotzdem in die Lage kommen, zum Staat zu gehen und dessen Geld zu nehmen. Also die Empörung, die basiert, also... Also man denkt einfach, Sie könnten doch verdammt nochmal arbeiten. Ich übersetze das jetzt mal einfach. Und stattdessen gehen Sie dann in den Zeiten, wo es eben als Theaterregisseur oder als Regisseur eben nicht gut funktioniert, zum Amt. Das hat ja der Herr Alt nicht verstanden und sagt, für Menschen wie Sie ist das nicht gedacht, das System. So habe ich Herrn Köppel gerade verstanden. Deswegen wollte ich gerade einhaken. Für wen dieses System gedacht wird, das haben wir im Sozialgesetzbuch geregelt. So. Das regeln wir in den Bundesagenturen, das regeln wir in den Jobcentern. Und was mich an dieser Debatte enorm nervt, ist diese Fokussierung auf eine Person, exemplarisch vielleicht steht, die noch nicht mal prototypisch genommen wird, sondern die hergenommen wird auf falschen Ebenen. Da könnten wir jetzt eine ganz eigene Sendung machen. Und wo vergessen wird, wie viele Menschen
Ähnliches erleben, von denen aber nichts in der Zeitung steht. Und Sie haben das Pech sozusagen, dass Sie öffentlich eben in diesem Themenfeld als politische Arbeiter jetzt tätig sind und gleichzeitig eben eine persönliche Erfahrung haben, über die geredet wird. Wenn ich darauf antworten soll, deswegen fange ich jetzt hier gerade an zu stolpern, weil es mich sehr empört hat, dann kann ich mir nur zwei Fragen stellen. Mhm. Entweder schaut Herr Alt in meine Sozialakte und guckt, wie meine Berufsausbildung ist, wie meine Chancen sind, was zwischen meinem Arbeitsvermittler und mir damals vereinbart wurde an Prognose, wie viele Monate. In Berlin dauert es normalerweise, gibt man einem Künstler 2 Jahre, bis er wieder Break-Even bekommen soll. Also entweder guckt er da rein und plaudert öffentlich darüber, ihm ist dann das Sozialgeheimnis egal, oder er guckt nicht da rein, macht ein Pauschalurteil, fällt ein Urteil darüber, wer nun wann irgendwelche Rechte hat oder nicht, und geht damit an unserem Grundgesetz vorbei. Ja. Weil, und das habe ich gerade gesagt, Sozialsystem ist nicht für die Bedürftigen oder die Armen. Unser Sozialsystem ist dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und wir haben im Grundgesetz das Sozialstaatsprinzip, dass jeder, der auf Hilfe angewiesen ist, sie erstmal bekommt. Im zweiten Schritt können wir dann fragen nach dem Sozialsystem, das wir heute haben, das Sie ablehnen, Frau Wagenknecht, das wir ablehnen bei den Piraten, was er der Gesellschaft dafür zurückgibt. Mhm. Und das können wir fragen, das müssen wir im heutigen Sozialsystem fragen, das müssen wir außerhalb des Sozialsystems immer fragen, aber das ist eine Sache, die in der Behörde stattzufinden hat. Und darüber sich öffentlich auseinanderzusetzen, das Gespräch mit mir zu verweigern, obwohl ich längst mit ihm sprechen wollte, mit Dritten sehr gerne über mich gesprochen, aber war nie bereit, mit mir selber zu sprechen. Und das ist eine hohe Respektlosigkeit, die ich als Muster erkenne in diesem Sozialsystem, dass wir gerne über andere sprechen, ohne genau hinzugucken. Es sind so viele, das will ich bis kurz noch zu Ende sagen, es sind so viele falsche Dinge im Umlauf. Wir gucken viel zu wenig hin auf die vielen Menschen, die trotz Arbeit aufstocken müssen. Wir gucken viel zu wenig hin auf die prekären Arbeitsverhältnisse. Viel gemacht. Wir haben das in dieser Sendung sehr viel gemacht. Niedriglohnsektor, prekäre Arbeit, haben wir alles gemacht. Die Frage tatsächlich ist ja die, wenn man sagt, die Reichen müssen mehr Steuern zahlen, damit man eben auch denen, die wenig haben, etwas mehr geben kann. Wenn Sie sagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann sagt die andere Seite natürlich, aber das sage ich gar nicht. Das habe ich doch gerade klar gemacht. Darf ich das gerade noch sagen? Jetzt haben Sie ziemlich lang geredet und ich muss mich zurücknehmen. Ja. Echt? Es kommt mir so vor, hier redet wieder ein Intellektueller, der in seinem ganzen Leben noch nie einen intelligenten Gedanken hatte. Ja. Und davon gibt es wirklich auch genug. Ja? Eine Gesellschaft und eine Wirtschaft lebt auch von Leuten, die die Ärmel hochkrempeln, und nicht von Lebenskünstlern, natürlich die unfähig sind. Ja? Also, und auch nicht vor Überstudierten und vor Auswendiglernern mit 1er Abitur. Das bringt überhaupt keinen weiter. Und ich bin absolut der Meinung von Frau Wagenknecht. Im Prinzip bin ich dafür, dass in Deutschland, ja, wo alles so teuer ist, keiner unter 10 Euro Stundenlohn arbeiten sollte. Dass wir das hinkriegen sollten. Ja, und gerade Krankenschwestern. Ja, aber kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt 1000 Euro für einen, der da meint, er müsste ein bisschen dummes Zeug faseln. Ja? Tut mir leid. Das wäre ein interessanter Punkt. Die Frage, ob zwischen diesen Lebenswelten ein Ausgleich geschaffen werden kann, ist die Frage letztlich die Grundfrage dieser Sendung. Herr Köppel meint, muss man nicht tun, denn die sind in der Lage, es selber zu tun. Frau Wagenknecht meint, ganz sicher muss man es tun. Wo ist denn da jetzt der goldene Schnitt, den man finden kann zwischen 100% Steuern und dem, was Herr Köppel sagt? Bitte lasst es, denn das wird die Wirtschaftskraft des Landes schwächen und noch mehr Leute Ich bin nicht für 0% Steuern. Ich sage nur, habe ich nicht gesagt. Nein, ich sage nur, ich glaube, was ganz wichtig ist, und das möchte ja die Linke ausschalten, wir brauchen einen Steuerwettbewerb, damit die Staaten auch gezwungen sind, ihre eigene Effizienz zu überprüfen. Wir müssen den Leuten... Immer weiter sinkenden Steuern natürlich für die, die mobil sind. Und die Verbrauchssteuer, das heißt, die Rentnerin, die nicht weg kann. Frau Wagenknecht, ich lade Sie einmal herzlich ein. Kommen Sie einmal in die Schweiz, dann besuchen wir den Kanton Schwyz. Er hat in den 90er Jahren massiv die Steuern gesenkt. Das war ein Armenhaus, dieser Kanton. Und er hat durch Steuersenkungen... Sie haben natürlich dadurch viele reiche Leute angelockt, keine Steuern mehr zahlen. Der Kanton Schwyz hat hervorragende Infrastrukturen, hervorragende Schulen. Er ist eine real existierende Widerlegung eigentlich ihres Modells, das Sie hier gepredigt haben. Aber ich lade Sie gerne ein. Sie bewegen sich so in dieser wolkigen, abgehobenen Rhetorik. Irgendwelche gelesenen soziologischen Studien. Ich empfehle Ihnen wirklich einmal, kommen Sie einmal in die Schweiz, schauen Sie sich das an und dann werden Sie mal sehen, was es bedeutet, wenn Staaten Steuern gesenkt haben, wenn sich Behörden zurückgenommen haben, wenn eben das nicht passiert, was Sie vorführen. Ich finde das auch ein bisschen empörend. Ich glaube, Herr Köppel, der goldene Schnitt ist, man muss doch einfach Armut verhindern und nicht Sozialleistungen beanspruchen, Herr Ponada. Wir wollen Armut verhindern, nicht Reichtum. Und wenn wir merken, das muss jeder selber für sich, muss doch schauen, wie er sein Leben beschreibt. Also wenn ich in Deutschland 8 Millionen Niedriglohn Job
Jobs habe, dann heißt das doch nicht, dass jeder von denen einfach mal die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich mache jetzt eine besser bezahlte Arbeit. Und wir haben 3 Millionen Arbeitslose. Er hat seine Firma gegründet. Er hat das selber gemacht, er musste sich selber hochkämpfen. Wir müssen doch selber für unsere Daseins, für eine Daseinsbewältigung arbeiten und kämpfen. Wir können doch nicht einfach sagen, der Staat ist da. Wir sind am Ende dieser Sendung. Die sehr große Gräben zwischen einem Menschenbild und einem Bild dessen, was ein Staat leisten soll, aufgewiesen hat. Es wird ein großes Thema sein. Die Umverteilung wird ein Thema im Wahlkampf sein. Davon bin ich völlig überzeugt. Es wird ein großes Thema sein, der Arbeitssektor, Niedriglöhne. Darüber werden wir in den nächsten Sendungen noch zu reden haben. Für heute haben wir festgestellt, wie groß die Differenzen sind. Vielen Dank für diese Erkenntnis. Das ist immerhin eine. Ich danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da am Dienstagabend. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend hier in der ARD mit den Kollegen des Nachtmagazins. Wiedersehen. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.